Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute, ihr habt es im Thumbnail gesehen, gucken wir uns den Elektrogrill an. Guck mal, wir werden so eine leckeren Steaks darauf machen. Wir werden es jedenfalls hoffen, dass es klappt. Viel Spaß dabei. Ich wollte einen Test sehen, aber Fleisch ist auch mal dabei. Entrecôte haben wir dabei, einen wunderschönen Tomahawk Steaks und zwei Roastbeefs, ein bisschen Pyramidensalz, Öl. Dann habe ich hier noch eine Zange und natürlich wie immer, wenn wir grillen, scharfe Messer und Brett. Aber der Hauptdarsteller ist ja der hier hinten. Und zwar ist es der Enders E-Flow Pro. Und der hat keine Gasflasche, der hat keine Kohle, der hat einen Stecker. 3000 Watt Elektropower in dem Grill. Und was man jetzt schon sehen muss, weil ich gar nicht viel zu sagen muss, ist, das ist ein richtiger Grill. Ne? Also von unten bis nach oben, bis zur Haube, ein richtiger Grill. Keiner, der so ein bisschen so aussehen soll wie, keiner, der so spielt. Wir kennen ja alle noch die Elektrogrills von früher mit der Wasserschale unten drin. Und naja, Würstchen konnte man irgendwie machen. Fleisch ist eigentlich bloß trocken geworden drauf. Also das waren eigentlich Beef Jerky Maschinen. Und das soll das hier nicht mehr sein. Das werden wir mal ausprobieren. Wenn wir von außen gucken, sehen wir schon, auch mitgedacht, sowas hier finde ich mal toll. Zum Abkleppen die Seitenablagen. Kann man wieder hochklappen. Was er natürlich nicht hat, ist ein Heckbrenner und ein Seitenkocher. Weil, man muss ja sagen, so eine Stromleitung hat ja irgendwo Kapazitätsgrenze. Und da sind wir hier mit 3000 Watt, also 3 kW, schon am obersten Ende angelangt. Also viel mehr sollte man ja nicht mehr machen. Von daher ist es an der Stelle im Elektrobereich dann auch irgendwo die Grenzen, die man hat. Aber wichtig ist, dass das Ding vernünftig grillt. Das probieren wir gleich aus. Und dass man den auch vernünftig sauber bekommt. Und da haben die Jungs mitgedacht. Und zwar, dass das hinten schön zu ist, dass der Temperatur hält. Haben die hinten so ein Scharnier dran, was man hochklappt. Also da zieht jetzt keine Falschluft drin, sondern es ist schön zu. Und klappt man hier hoch und dann kann man hier hingreifen. Und kann hier die gesamte untere Schale rausholen. Wo dann nachher drauf tropft und das kriegt man im Prinzip sehr schnell sauber gemacht. Spülmaschine wird ein bisschen eng. Da passt dann nicht viel andere drin. Ansonsten kann man sowas von Hand sauber schrubben. Und man kann die ganzen Innenbleche, das ist auch sehr witzig, die kann man auch alle rausnehmen und von Hand nochmal sauber machen. Wobei ich jetzt mal unter uns sagen würde, die Innenbleche, wenn die ein schönes, freundliches Schwarz oder Braun haben, dann finde ich die tatsächlich beim Grillen immer noch viel angenehmer, als ob die mal so rumfunkeln. Aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. So, hier unten haben wir einen Unterschrank und dadurch, dass keine Gasflasche nicht drin ist, haben wir natürlich richtig, richtig Platz. Da mussten die in der Entwicklung nicht viel machen. Außer einen Schrank drunter haben. Das ist natürlich clever. Ja, bevor wir uns den von innen angucken, verrate ich schon mal den Preis. 499 Euro ist der so der unverhohlene Vorteilspreis. Wie sagt man so schön? Empfohlene Verkaufspreis, EVP? Unverbindliche Preisempfehlung. Unverbindliche Preisempfehlung, sehr schön. So, dann gucken wir mal rein in das Ding. Und was cool ist, ist, dass die ganzen Seiten hier, die hier, und das hier oben, dass das alle Druckguss ist. Und dann merkst du schon, wenn du hochhebst, auch wenn du an einer Seite anhebst, dass das Ding gerade hochgeht und sich nicht irgendwie verwindet. Also super robust, wie man das von einem ordentlichen Grill auch erwartet. Dann haben sie bei der Ablage hier oben mitgedacht, und das finde ich sehr, sehr clever. Und zwar haben sie die so als Schale ausgeformt. Und wenn man den jetzt auf dem Balkon stehen hat und hier oben hat man die Chicken Wings drauf liegen, dann neigen ja Chicken Wings und so Sachen mal dazu zu fetten. Dann tropfen die so runter und landen hinten durch, früher oder später bei dir auf der Terrasse. Und dadurch, dass das hinten zu ist, läuft dann einfach bloß nach vorne runter in den Grill rein, wo du selber tatsächlich super am besten entsorgen kannst. So, Gussrost haben wir hier drin. Super Tier. Kennt man, keine Weltsensation, aber soll wohl funktionieren. Und unten drunter sehen wir mal die Brennertechnik. Und zwar haben die das so elegant gelöst, dass wir praktisch zweimal 1500 Watt haben. Einmal hier und einmal da. Und hier kann man praktisch mit so einer Turbozone, da kann man praktisch Turbo zuschalten. Dann schaltet ihr die 1500 von hier links auf die zweite Spule rechts. Dann haben wir praktisch 3000 auf einer Seite. Wenn das mit dem Angrillen hier euch noch nicht reicht, kann man damit Turbo da richtig Feuer geben. Aber das probieren wir aus. Wobei ich jetzt erstmal zusammenbaue. Und hier setzen wir jetzt rasch den Rost wieder ein. Ihr habt auch Pizzasteine, Hühnchensitze, alles mögliche. Also wartet auch im Zubehörhandel für Grillspieß. Die großen Grills gibt ja auch eine Rotisserie, auch. Die kann man ja an der Seite festmachen. Also alles, was man von einem Grill erwartet, kriegt man auch hier als Zubehör bewerkstelligt. Schöne Sache. Wir machen mal Deckel zu und heizen den mal auf. Volle Pulle hier einschalten. Und den jetzt nicht, weil dann hätten wir die Turbozone, sondern wir wollen jetzt beide Seiten mit 1500 Watt aufheizen. Guck mal, hier oben haben wir noch ein Thermometer drauf, allerdings ohne Gradeinteilung. Da steht halt nur Low and Slow Grilling and Searing. Ja, hätte ich jetzt persönlich anders gemacht, aber ich bin ja auch nicht anders. Ich kenne euch Schlingel so, ihr wollt da alle bloß Fleisch sehen. Wie ihr möchtet, mal ein bisschen Öl drauf.
Aber wir haben natürlich sehr, sehr funkelnigelnagelneue Roste. Da ist noch keine Patina drauf. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr einen neuen Grill habt, macht immer richtig viel Öl, richtig viel Fett ans Fleisch. Dann hakt er auch nicht fest. Das wird von Mal zu Mal besser. Auch die Rostung würde ich jetzt im Prinzip einfach nur immer trocken bürsten und gut ist. Vor dem Grillen einfetten, nach dem Grillen ein bisschen einfetten. Kein großes Theater drum machen. Und gerade so bei den ersten Mal, wie gesagt, das Fleisch richtig schön einfetten. Wenn da mal ein kleiner Funken nach oben kommt, ein bisschen mehr raucht, ist nicht so schlimm. Wichtig ist, es soll nicht zu sehr dran kleben. Ne? Und da ist mal Fett wie die Möglichkeit. Falls ich euch am Ende dieses Videos das Feiße zu erzählen, sage euch, wie die zu kaufen gibt. Eigentlich überall online. Und bei vielen großen guten Baumärkten und bei vielen großen guten Grillfachmärkten. Also eigentlich überall. Wenn wir aufheizen sind, siehst du schon, wahrscheinlich sieht es die Kamera nicht, aber das leuchtet hier alles schön blau. Wenn man jetzt Togo machen würde, siehst du jetzt, leuchtet da rot. Jetzt ist wieder blau, jetzt ist wieder rot, jetzt ist wieder blau. Müsste mir etwa glauben. So, nach einer Viertelstunde habe ich mal nachgemessen. Wir haben so 250 Grad ungefähr im Rost. Und da legen wir jetzt ohne Turbozone mal zwei Entrecôtes auf. Und das hört sich an nach Grillen. Das sieht so ein bisschen nach Grillen aus. Das fühlt sich an wie Grillen. Und das riecht wie Grillen. Nur was wir auf alle Fälle machen müssen, ist Deckel zu, Deckel zu, Deckel zu. Weil das sind natürlich bloß 3 kW. So. Machen wir mal nach so 2 Minuten die erste Drehung. Aber da sind wir neu, dann gucken wir nochmal, oder? Guck mal, sieht wirklich ordentlich nach Grillen aus und hier drüben auch. Also, das habe ich schon schlechter gesehen. Ja. Okay, wir sind noch nicht in der Turbozone. Wo ist der normale Grillbetrieb? Ja, Zeit für die nächste Drehung und ihr seht, ich bin vollkommen im Grillmodus angekommen. Roste machen einen super Job von beiden Seiten. Tipptopp, hier schon mal was zu naschen. Das kann so da nicht bleiben. Schlimm. So, letzte Drehung. Also. Guck mal, tipptopp, oder? So. Andere Seite sieht ebenfalls gut aus. Jetzt könnten wir sie noch hier oben nachziehen lassen. Aber wir haben uns gerade einig, wir wollen auch tatsächlich Englisch essen. Und deshalb nehmen wir die runter und schalten hier den Turbo-Knopf ein. Den können wir ausmachen, jetzt entspannt. Und dann heizt er jetzt hier hoch und dann machen wir die richtig dicken Steaks gleich nochmal. So, machen wir einen schönen Mittelschnitt. Mega, oder? So, stellen wir mal hier so ein bisschen gewöhnlich, ungewöhnlich auf. Dann eben ein bisschen Pyramidensalz rüber, als ob es frisch geschnellt hat. Und dann Orange nehmen. Euch rennen in die hohle Birne. Wonach schmeckt es? Das schmeckt nach gegrilltem Fleisch. Und bei der Nummer würde ich meinen Lebtag nicht drauf kommen, dass da als Feuerungsmittel Strom dabei war. Das schmeckt einfach gegrillt. Naja. Total easy, ohne Kopfstand, den Grillheizchen macht aufgeschmissen. Also ziemlich gut und von daher machen wir jetzt die richtig dicken Steaks. Jetzt habe ich mal gemessen, wir sind Richtung 400 Grad unterwegs. Und das ist genau der Moment, wo wir hier schöne Tomahawk Steak draufpacken. Dann können wir gleich die Entrecôtes dazu. Schöne Ribeye Steaks dazu gelegt. Mega. Und jetzt quasi ohne Zeitversatz anheben. Guck mal, wie schneller die Bräune reinkommt. Total. Also aufpassen. So, und dann machen wir auch schon die erste Drehung. Helge Witzka, da ist richtig, richtig Alarm drin. Ja, guck mal, Elektrogrill heißt nicht, dass der Grill nicht raucht. Bei Grillen kann es rauchen. So seht ihr hier. Also da ist, guck, ist kein Techniktrick, keine CGI, keine irgendwie Rauchpatrone. Das ist Grillrauch. Und deshalb ist es übrigens auch keine gute Idee, bloß weil es ein Elektrogrill ist, den drinnen zu betreiben. So, dann drehen wir mal wieder weiter hier. Ja, sehr schön. Du siehst tatsächlich, also im Gegensatz zu dem ersten, dass hier mit der Turbozone schon mehr Schub dabei ist. Nochmal dunkler. Ja.
Außer, guck mal, den hat man jetzt hinten, der letzte hinteren, die 2 cm, das ist, wo das die oben gelegen hat, da war jetzt nicht so viel. Also da muss man ein bisschen aufpassen sein. So, letzte Drehung. Macht einen tollen Eindruck, großartig. So, und damit ist Angrillen vorbei. Die Steaks hier sind fertig, die kosten wir gleich nochmal weg. Ich gucke, ob die schon mal Reste sind, aber der große Okolyt, den packen wir nach oben. Und ihr seht, selbst so ein riesiger Tomahawk Steak hat auf dem Platz. Und wenn man sie gegeneinander verschränkt legt, hat man so ja Platz für 2. Schnell nochmal runter. Butterzart. Schöne Steaks. Dann mache ich ein bisschen Salz rüber und versuche, dass ich mich nicht verschlucke, weil ich glaube, ich habe draußen geschnitten, aber ich habe mich gerade eben ganz fürchterlich an der Salzglocke verschluckt. Toll, wie ihr plötzlich alle Mitleid haben, ne? Nix, keiner sagt dir was. Nee, weil du lebst ja noch. Na schön. Seid bloß froh. Ja. So, schön Stückchen Fleisch hier auf euch. Da ist natürlich noch mal mehr. Noch mal mehr Röstaroma dran. So wartet ihr auch zu erwarten. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das mehr Röstaroma jetzt an der Stelle so unbedingt brauche. Ich fand das vorher schon super. Aber wie ihr wisst, haben ist besser als brauchen. Es ist soweit. Unser Tomahawk Steak ist fertig. Ich könnte es da oben schön stehen geblieben. Läuft dann nicht gerade runter. Notfalls. Ja. Und das Steak hier könnten wir natürlich gleich essen, aber heute haben wir Zeit. Weil die Jungs vor Ende sind auch hier und deswegen die ein bisschen quälen. Weil der Zug geht gleich, was? Weil der Zug geht gleich und den rennt die Zeit davon. Aber wir lassen tatsächlich noch 5 bis 10 Minuten noch ein bisschen auskühlen. Und dann lösen wir mal dieses Tomahawk hier aus seinem Gefängnis. Ne, unten sind Knochen dran. Ne, sehr gut. Und machen mal einen schönen Mittelschnitt drin. Und was soll ich sagen, so wenn die Sonne aufscheint. So muss das Steak aussehen. Hat er sehr, sehr gut gemacht, der Grill. Gefällt mir gut. Wir müssen allerdings noch mal kosten. Eine Riesentranche, die halbiere ich mir. Schön, also auf euch. Fazit am Ende dieses Videos zu diesem Grill. Ist es ein Ersatz für einen Gasgrill? Also für mich nicht. Aber sicherlich für viele andere. Und zwar für die, die keinen Gasgrill benutzen können, wollen oder dürfen und die trotzdem richtig grillen wollen. Ich sag mal, gerade für Balkon und Terrasse, wenn man in einer nachbarschaftlichen Nähe wohnt, wo das nicht erlaubt ist, ist das eine schöne Option. Habt ihr gesehen, Rauch macht das trotzdem ein bisschen, also braucht niemand denken, dass man damit absolut inkognito grillen kann. Das funktioniert nicht, beim Grillen entsteht immer ein bisschen Rauch, allerdings lange nicht so viel, als ob man einen richtigen Holzkohle anmacht. Aber das richtig schöne Grillen, Elektro, habt ihr gesehen, große, alle Dude Fleisch, tipptopp, kann man machen und ich finde es tatsächlich eine gute Alternative. Macht natürlich wenig Sinn, so ein Ding irgendwo raus in der Natur zu schleppen und Notstromaggregaten mit 3 kW irgendwo auf Baustellengröße anzuschmeißen und unterwegs zu grillen. Das ist tatsächlich was für stationär zu Hause und wirklich eine tolle Alternative, die all denen Grillen ermöglicht, die das bis jetzt so in der Form nicht konnten. Ich denke, das trifft es ziemlich gut. Zubehör ist das Ding super flexibel, wertig verarbeitet, schöne Sache. Wenn ihr Spaß hattet in diesem Video, freue ich mich über einen Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder euer Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue, macht's gut.